Jeden Tag müssen 3 Menschen sterben, nur weil es zu wenig Organspender gibt. Darauf machte einer der Teilnehmer der Podiumsdiskussion beim Patiententag im Pressehaus beim Münchner Merkur aufmerksam. Die Leute wollen nicht mit dem Thema konfrontiert werden und sie wollen auch nicht gezwungen werden, tatsächlich ihre Meinung dazu zu äußern. Ich bin ganz anderer Ansicht. Ich glaube, man kann es erwarten, dass jemand Stellung bezieht. Es gibt ja keine Organspendepflicht, sondern es soll eine Entscheidungspflicht geben und nicht mehr und nicht weniger. In fast allen Ländern gilt die Widerspruchsregel. Danach muss sich jeder vorher entscheiden, ob er im Ernstfall Organe spenden will oder nicht. Was passiert eigentlich mit einem Menschen, der, sagen wir mal, in einem Verkehrsunfall eine schwerste Kopfverletzung erlitten hat? Was passiert mit so einem Menschen? Und natürlich wird man in der Klinik, wo er eingeliefert wird, alles tun, um ihn am Leben zu halten, um ihm seine Gesundheit wiederzugeben. Und wenn man sieht, dass das umsonst ist, dass das Gehirn so schwer verletzt ist, dass daraus kein normales Leben mehr möglich ist, das ist dann der Moment, wo man versucht, hat er einen Organspendeausweis oder die armen Angehörigen, die sowieso unter Schock stehen natürlich in diesem Fall, hat er irgendwann mal geäußert, dass er seine Organe spenden möchte. Diese Entscheidung sollte jeder vorher treffen und immer einen Organspendeausweis bei sich tragen.